Hallo Leute, hier ist wieder Mr. Korab mit einer neuen Gamers Week. Viele News gab es nicht diese Woche, die waren dafür aber allerdings umso größer. Wir fangen also sofort an, es geht wieder los bei Microsoft und der UWP, der Universal Windows Platform. Da hatte ich ja letztens erst drüber berichtet, hier im Zuge von alle Spiele, die auf die Xbox kommen, sollen auch auf den PC und auf Mobile und Service und alles andere kommen. Während das erstmal cool klingt, haben wir da jetzt schon die ersten Kritiker, genauer gesagt Tim Sweeney von Epic Games, der jetzt davor warnt, dass Microsoft vorhabe, ein neues Monopol speziell für PC-Spiele zu errichten und sich selber zu sichern. Problem dabei sei, dass diese Universal Windows Plattform, also diese neue Grundarchitektur, auf der Apps und Spiele entwickelt werden würden, zwar überall die Windows-Geräte funktionieren würde, allerdings an einer ganz anderen Stelle eine Engstelle hätte, nämlich wenn es ums Installieren geht, alle diese Apps würden nur noch über den Windows Store installierbar sein. Das sei nicht mehr offen genug, dass man es einfach von überall installieren könne, sprich PC-Spiele, die mit UWP programmiert sind, ließen sich nicht ordentlich über Steam, GOG, Origin, eine CD oder was anderes installieren, das müsste man alles über den Windows Store machen. Heißt, es würde praktisch Publishern aufgezwungen werden, wenn ihr unsere coole neue API benutzen wollt und auf der neuen modernen Architektur programmieren wollt, dann müsst ihr aber eure Spiele über uns verkaufen und wir bekommen Profite davon. Und die alte Tia-Pech, die haben wir leider jetzt nicht mehr unterstützt, könnt ihr vergessen. Und ja, das klingt ziemlich böse, wenn man so sagt, und wie problematisch ein Monopol sein kann, das sieht man schon an Apple. Ich meine, du brauchst alles von Apple. Eigene Dateiformate, eigene Sonderanschlüsse und Kabel und Codierungen. Das funktioniert alles nur, wenn du irgendwas von Apple hast oder kaufst oder benutzt. Und sobald du eine andere Sache reinbringst, bricht alles zusammen. Jetzt stell dir das mal 10 vor, eben auf so Steam-Level von der Größe. Das klingt gruselig, vor allem, weil der Windows Store bescheiden gesagt kacke ist. Ja, da verstehe ich die Angst hinter. Erstmal, Universal Windows Plattform UWP klingt cool, weil es eben vereinheitlicht für alles programmiert und da vieles leichter macht. Aber wenn diese Engstelle wirklich existiert und uns ja wirklich begrenzen würde und das wirklich so extrem monopolisiert, dann ist das natürlich ein Problem. Das wäre auch der Grund, warum Windows 10 kostenlos verteilt wird, sagt Sweeney, damit eben so viele Leute wie möglich das haben und man das Ganze darüber besser kontrollieren könne. Microsoft selber hat da bereits widersprochen, UWP sei ein völlig offenes Ökosystem, sei für jeden zugänglich, sei für alles offen, könnte von jedem Store unterstützt werden. Mehr Details werden wir vermutlich in ein paar Tagen bekommen. Am 14. März startet ja die Game Developers Conference in San Francisco. Da soll es dann auch neue Details eben zu UWP geben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Und wir bleiben auch noch ein bisschen bei Microsoft und machen weiter mit eben einem Exclusive, das für PC und Xbox One kommen sollte. Betonung aufkommen sollte, Fable Legends nach langer, langer Wartezeit wurde jetzt endgültig gecancelt. Auch wenn es eigentlich schon gefühlt halb fertig war, Tatsache ist, das Spiel kommt nicht mehr. Und Lionhead, das Studio hinter der Fable-Reihe, wird anscheinend auch geschlossen. Betone hierbei anscheinend, das ist noch nicht endgültig bestätigt, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, das wird derzeit noch diskutiert und ausgearbeitet und entschieden. Klingt aber definitiv nicht gut. Einen kleinen Lichtblick in Richtung Microsoft gibt es allerdings doch noch. Bill Gates hat vor ein paar Tagen ein AMA, ein Ask Me Anything, auf Reddit veranstaltet und wurde dabei unter anderem zufällig gefragt, wie sieht es eigentlich mit Age of Empires aus? Bekommen wir da mal ein neues, also ein gutes neues, nicht sowas wie Online oder Mobile? Und er hat gesagt, ich werde es mir anschauen. Das ist jetzt kein großes Versprechen und ich habe auch keine Ahnung, wie viel Einfluss er auf sowas hat, aber es wäre geil, ich meine, ich bin hier sicherlich nicht der Einzige, der mit Age of Empires aufgewachsen ist und ich persönlich würde mich echt freuen, ein richtiges, gutes, neues Age of Empires zu sehen. Ob es kommt, ist natürlich fraglich, aber es wäre geil. Womit wir wieder bei den schlechten Nachrichten wären, ihr erinnert euch noch an dieses total coole Metal Gear Solid HD Fan Remake Shadow Moses? Ja, wurde auch gecancelt. Eigentlich sollte nach dem sehr geilen Trailer jetzt in ein paar Tagen auch dort was Neues, Großes angekündigt oder gezeigt werden, nur damit dann sehr plötzlich und ohne Warnung die Facebook-Nachricht kam, wir haben das Projekt gecancelt, aus Gründen, über die wir keine Kontrolle haben. Danke alle für eure Unterstützung und auf Wiedersehen. So, jetzt ist das bei Fan-Remakes so, es gibt normalerweise genau zwei Gründe, warum die gecancelt werden. Grund Nummer 1, das Team realisiert, dass sie sich vollkommen übernommen haben. Das habe ich ja, als ich zum Star Wars The Republic Remake berichtet habe, auch schon erwähnt.
ein Spiel zu machen, auch wenn es nur ein Remake ist, ist sehr viel mehr Arbeit, als man glaubt. Die meisten Leute machen so ein, zwei Tutorials zu Unreal oder Unity und denken, geil, ich bin mächtig, ich kann jetzt hier jedes Spiel mal eben selber programmieren, ich mache jetzt das neue WoW, ich mache jetzt das nächste Zelda, nur um dann nach ein paar Tagen festzustellen, dass es sehr viel aufwendiger als sie glauben. Punkt ist, das ist bei Shadow Moses wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Die haben mir eben schon die ganzen Screenshots und die Trailer gezeigt, das sah alles schon ziemlich geil aus. Die schienen wirklich zu wissen, was sie da machen, was es sehr wahrscheinlich macht, dass es der zweite Grund war. Sprich, Konami hat sich entschieden, hey, es ist echt lange her, dass wir Videospieler in den Tag versaut haben. Kojima, an den kommen wir nicht mehr ran. Hauen wir doch mal hier das Fan-Remake, das alle so lieben und haben wollen, kaputt. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich etwas übertrieben gesagt, aber ja, ich halte es für wahrscheinlich, dass Konami da kurzerhand reingegrätscht ist und Rat unsere Hoffnungen zerstört hat. Dann wären wir bei Overwatch. Da wurde das Release-Date geleakt von ausgerechnet IGN. Inzwischen hat Blizzard das Ganze bestätigt. Das Spiel kommt am 24. Mai. Die Open Beta beginnt am 3. Mai für Leute, die das Spiel pre-ordern, am 5. Mai für alle und endet am 9. Mai. Ihr alle wisst, wie extrem gehypt ich für das Spiel bin. Ich freue mich total, kann es kaum noch abwarten. Und zu einem anderen Punkt sind, den ich nicht abwarten kann, aber es leider werde machen müssen. Es gibt neue Details zu der Zusammenarbeit von Nintendo und Universal Studios zum Thema Nintendo Theme Park eben. Da gab es jetzt ein paar erste genauere Details. Da würde das ganze Projekt wohl 40 Milliarden Yen, also etwa 350 Millionen Dollar kosten, was eine ähnlich große Geldsumme wäre wie die, die in den Harry Potter Bereich damals gesteckt wurde, als der neu in die Universal Parks kam. Und wie man auf dieser Karte hier sieht, wird der Nintendo Bereich wohl auch recht groß sein. Bis wir ihn sehen können, wird noch ein bisschen brauchen. Derzeit ist der geplant für 2020, wenn ja auch die Olympischen Spiele in Japan sind. Wir werden uns also wohl noch gedulden müssen. Und wir bleiben auch noch kurz bei Nintendo. Die Pokémon Company hat nämlich schon wieder ein neues Pokémon-Spiel angekündigt für Smartphones. Das Ganze heißt Pokémon Co. Master, kommt erstmal nur nach Japan diesen Frühling und scheint so das typische Pokémon sammeln, trainieren, tauschen und so weiter mit so einer Art Schachbrettspiel, Go-Spiel, Brettspiel-Ding zu verbinden. Ist alles recht unklar, gibt auch nur einen ersten Trailer und wie gesagt, ist erstmal nur für Japan gedacht, aber man weiß ja nie. Viel interessanter, es gibt ein paar kleinere neue Details zu Zelda, zum neuen Zelda, dem Zelda, Zelda Wii U, wie auch immer es heißen wird. Während im letzten Direct ja zum Unwillen vieler nichts noch gezeigt wurde, hat sich Eiji Aonuma in einem neuen Interview ein bisschen auskunftsfreudiger gezeigt und ein, zwei kleine Details fallen lassen. Erstmal zur Entwicklung selber, das Ganze wäre jetzt schon in der Endphase, ähnlich wie bei Skyward Sword, ist er jetzt für Charakterdialog und Ingame-Text zuständig und sitzt da dran. Aber das Spiel sei wirklich sehr gut vorangekommen, alles würde jetzt sehr viel schneller gehen und einfacher gehen und es würde sehr gut vorangehen. Ziel sei nach wie vor etwas komplett Neues zu liefern, ähnlich wie damals Ocarina of Time, zu einem ähnlichen Grad sogar wie damals Ocarina of Time, was schon gewaltig wäre. Das Spiel ist ja nach wie vor eines der absoluten besten Spiele, die es überhaupt jemals gab. Ich persönlich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was wir da hoffentlich dann auf der E3 endlich sehen. Womit wir auch schon beim letzten Thema sind, E3, es geht weiter, immer mehr Publisher springen ab, keiner will mehr seine Buden da haben, warum weiß ich auch nicht ganz, aber neben EA und Activision haben jetzt auch Disney und Wargaming bestätigt, sie werden keine E3-Stände dort vor Ort haben zum Anspielen, während es weiter irgendwelche Präsentationen und ähnliches geben wird, genau wie EA und Activision wird es da keine Anspielstation geben. EA wird halt wie gesagt ihre eigene EA Play Aktion abhalten, wo sie auch ihre Pressekonferenz abhalten werden. Activision wird halt doch eine Pressekonferenz abhalten, allerdings werden ihre Spiele nur bei den Konsolenherstellern, sprich Sony, Microsoft und Nintendo, anspielbar sein. Sie werden keine eigene Bude haben. Und ja, Disney und Wargaming jetzt halt auch nicht, was schon irgendwo so ein bisschen deprimierend ist. Ich meine, wir haben mehr Präsentationen als jemand zuvor, Bethesda ist wieder dabei und alles. Aber wer vor Ort ist, hat nicht mehr viel zu tun, weil inzwischen immer weniger Buden da sein werden. Wie auch immer, das war's dann auch erstmal für diese Woche. So, willkommen zurück auf meiner Endcard. Hier sieht's aus wie jede Woche. Wir haben links die letzte Gamers Week, rechts den letzten Gamers Talk. Oben geht's zu meinem Kanal mit all den anderen Videos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Dort könnt ihr alle nochmal durchschauen. Den dürft ihr dann natürlich auch gerne abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Genauso sehr freuen würde ich mich natürlich über einen netten Daumen nach oben oder auch eine Kleinigkeit unten in den Kommentaren. Egal ob Vorschläge, Ideen, Kritikpunkte oder eure eigene Meinung zu all dem Zeug, das ich da eben gesagt habe. Haut's mir einfach rein, ich schaue mir das auf jeden Fall an.
wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Gamers Week. Bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Korab.